8:12. Wir wollen uns noch einmal mit der Frage beschäftigen, wie geht's denn weiter in Zypern? Die Aussichten sind alles andere als gut. Das Land hat Devisenbewirtschaftung. Jeder sagt eine Rezession voraus. Der Bankensektor wird sich verkleinern müssen und die Wirtschaft, naja, da wird nicht viel Positives passieren. Wir wollen aber mal grundsätzlich fragen, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Warum ist es so weit gekommen? Und darüber wollen wir reden mit Heiner Flassbeck, dem früheren Chefsvolkswirt der UNCTAD, der übrigens gerade selbst in Zypern ist und sich dort informiert hat. Erstmal schönen guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. Herr Flassbeck, zunächst einmal, da sind ja jetzt nun Eigentümer, möglicherweise auch Sparer, werden jetzt beteiligt. Das ist immer mal wieder gefordert worden. Allerdings jetzt, wo das dann passiert, gibt es wieder Gegenbewegungen. Da heißt es, naja, so haben wir uns das auch nicht vorgestellt. War das richtig? Ist das richtig, was da gerade in Zypern passiert? Nein, ich glaube nicht, weil es ist natürlich extrem willkürlich. Es geht ja nicht nur um Sparer, es geht ja nicht nur um Leute, die ruhig ihr Geld auf dem Konto liegen haben für 10 Jahre und jetzt mal beteiligt werden an einem Bankrott ihrer Bank. Das ist ja die Fiktion, aber es gibt Fälle, ich habe gestern hier von Fällen gehört, von 2 jungen Bauunternehmern, die 3 Millionen auf einer Bank haben, nämlich der Leiki Bank, die nun klein gemacht wird, aber 4 Millionen Kredit, Schulden auf einer anderen Bank. Und was bleibt ihnen jetzt über? Sie kriegen jetzt 200.000 Euro aus. Das sind so Fälle, die hier natürlich großes Aufsehen erregen, wo die Leute sagen, was ist daran gerecht, was ist daran vernünftig? Und da ist in der Tat nichts dran vernünftig, das muss man einfach sagen. Damit geht eigentlich das wichtigste Vertrauen, das wichtigste Kapital verloren, das ist nämlich Vertrauen, Vertrauen in Banken. Wie kann man das wiederherstellen? Ja, genau, es ist Vertrauen in erheblichem Maße zerschlagen worden. Das Problem ist, niemand würde sagen, dass diese Banken hier gesund waren. Natürlich waren die nicht gesund, die sind aber auch zum Teil durch die sogenannte Euro-Rettung geschädigt worden. Der Griechenland-Ausfall hat hier tief eingeschlagen, bei der einen Bank jedenfalls. Und da muss man sehen, das kann man alles in Frage stellen. Man kann sagen, gut, das sind keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Das muss man auf die Dauer abändern und anpassen. Aber das muss man eben auf lange Zeit machen. Das kann man nicht über Nacht. Und das, was jetzt passiert ist, und deswegen sind die Leute hier absolut schockiert, absolut. Ich habe gestern mit allen politischen Parteien gesprochen. Alle von links bis ganz rechts sind alle schockiert. Und zu Recht schockiert, weil sie sagen, unser Geschäftsmodell, das, was wir uns aufgebaut haben, mag es richtig oder falsch gewesen sein, ist jetzt über Nacht zerschlagen. Und wir stehen sozusagen vor dem Nichts. Und wir wissen wirklich nicht, wie es morgen weitergehen soll, wenn sich zeigt, dass die ganzen Arbeitsplätze, die an diesen Banken hängen, das sind ja noch da viele andere Arbeitsplätze im Servicebereich und was weiß ich noch alles, wenn das alles wegfällt. Jetzt kommen wir mal zu der Grundfrage, die ich vorhin gestellt habe. Wir alle haben gesagt, naja, eigentlich müssen die Verursacher beteiligt werden der Krise. Da wird jeder im Volk sagen, ja, das ist so, nicht unbedingt der Steuerzahler. Ja, wie kann man denn Verursacher so beteiligen, dass es nicht zu den negativen Effekten kommt, die Sie gerade zu Recht beschrieben haben, dass da jemand auf der einen Seite Guthaben und dann aber wieder Schulden hat? Naja, wer sind die Verursacher der Krise? Da muss man natürlich tief bohren. Und das ist eben nicht so einfach. Und Sie kennen ja sicherlich meine These, dass Deutschland auch einen erheblichen Anteil an der Krise hat, nämlich mit dem mit der Lohnmoderation der 2000er Jahre hat man einen Keil sozusagen in die Währungsunion getrieben, der jetzt auf der einen Seite sich in hohen Schulden dieser Defizitländer, auch hier in Zypern, zeigt und den hohen Forderungen des Gläubigerlandes, Deutschland vor allem. Und an diese Frage geht niemand ran. Man geht an ganz viele Einzelfragen ran und das ist das eigentliche Problem der Rettung im Moment oder der sogenannten Rettung, dass man an dieses Grundproblem, wie kriegen wir diesen Keil aus der Währungsunion heraus, diese riesige Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Ländern, wo Deutschland etwas getan hat, was auch nicht gerechtfertigt war, was überhaupt nicht gerechtfertigt war, weil Deutschland hat gegen das Inflationsziel, das man gemeinsam beschlossen hat, verstoßen. Wie kriegen wir das wieder raus und kommen wir hin zu einer Situation, wo alle Länder wieder normal wirtschaften können? Diese Frage wird leider nicht behandelt, sondern es wird immer nur von Fall zu Fall wird ein Land vorgenommen, es wird angeguckt und dann sagt man, ja, da ist vieles im Argen und da schlagen wir jetzt mal drauf. Das ist aber keine systematische Lösung und so wird es nicht gehen, so zerstört man den Euro. Hier denken die Leute ganz offen darüber nach, wie können wir aussteigen, gibt es eine Möglichkeit zum Aussteigen?
Auf der anderen Seite, in der Tat, wenn diese Ungleichgewichte, die Sie da beschreiben, da sind, dann ist eigentlich der letzt übrig bleibende Weg, dann muss man aus einer Währungsunion aussteigen, weil sie die Gleichheit der Lebensverhältnisse nicht wird herstellen können. Naja, es sind nicht nur Gleichheit der Lebensverhältnisse, es ist Anpassung an die eigenen Lebensverhältnisse. Gleichheit der Lebensverhältnisse ist nicht verlangt in der Währungsunion. Währungsunion, man muss sich nur anpassen an seine Produktivität. Und das heißt, man darf auch nicht unter seinen Verhältnissen leben. Man darf nicht über seinen Verhältnissen, man darf aber nicht wie Deutschland systematisch unter seinen Verhältnissen leben. Das kann auch nicht funktionieren. Und diese Anpassung muss man zustande bringen. Die Lebensverhältnisse wird man nicht so schnell anpassen, aber wir kriegen ja nicht mal diese Anpassung, dass jeder sich an seine Produktivität orientiert. Das kriegen wir nicht mal hin. Und da muss man in der Tat sagen, wenn das nicht gelingt, dann ist die Grundvoraussetzung für eine Währungsunion nicht gegeben. Und da muss man in der Tat auch darüber nachdenken, wie man Ländern, die jetzt so verzweifelt sind wie Zypern, wie man solchen Ländern helfen kann, auszusteigen. Denn aussteigen ist ja nicht einfach. Man hat ja keine neue Währung. Man kann ja nicht sagen, über Nacht, morgen haben wir eine neue Währung. Und es gibt unendlich viele komplizierte rechtliche und sonstige Fragen, die ranhängen. Und da muss ein Szenario entwickelt werden, das einen systematischen, einen ordentlichen Ausstieg sozusagen aus der Währungsunion möglich macht. Wie bewerten Sie denn auf der anderen Seite, dass wir in vielen Ländern beobachten, wir diskutieren über Schulden, aber die Schulden sind in der Regel beim Staat, also öffentliche Armut, und auf der anderen Seite gibt es privaten Reichtum, und das hat sich ja deutlich auch auseinandergewickelt. Also auf der einen Seite zunehmender privater Reichtum, aber öffentliche Armut. Was ist da aus dem Ruder gelaufen? Naja, das ist ein globales Phänomen. Das ist etwas fundamental aus dem Ruder gelaufen, das ist völlig klar. Das muss auch global korrigiert werden. Und natürlich auch in der Währungsunion. Aber auch das ist wieder eine Geschichte, die nicht über Nacht geht. Die muss auch in allen Ländern angepackt werden, und zwar gleichermaßen. Aber auch dazu braucht man erstmal eine vernünftige Diagnose. Was ist überhaupt passiert? Wie groß ist die Ungleichheit? Und dann muss man fragen, was kann man dagegen tun? Im Moment wird die Lage ja immer nur noch schlimmer, und auch die Ungleichheit wird schlimmer, weil wir Arbeitslosigkeit systematisch produzieren. Jetzt die Europäische Währungsunion ist ja unfähig, aus der Krise herauszukommen, aus der Rezession herauszukommen. Deutschland geht auch in eine Rezession. Und ja, das ist einer der entscheidenden Faktoren für Ungleichheit, für neue Ungleichheit durch Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich anschaut, dass einem Land wie Zypern droht, oder was Spanien schon passiert ist, Griechenland mit 25% Arbeitslosigkeit, da entsteht Armut ganz plötzlich in einem reichen Land. Und das schafft politische Spannungen, die kaum zu überwinden sind. Schwierige Aussichten für die Europäische Union, für den Euro. Das war ein Gespräch mit Heiner Flassbeck, dem früheren Chefsvolkswirt der UNCTA, der im Moment in Zypern ist. Herr Flassbeck, ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Das Ganze um 8:19 Uhr.